Eure Sehkraft wiederherstellen mit Augentraining und Augentropfen mit DMSO, ist das möglich? Ich denke schon. Wir probieren das aus. Ich habe das auf meinem YouTube-Kanal außerdem auch hochgeladen und teile auf YouTube und auf Telegram natürlich immer meine Erfolge. Also soweit, wie ich das aus meiner Warte sehen kann. Wie immer hier keine Heilaussage, das wisst ihr auch gerade bei TikTok oder so. Da werden ja die Videos relativ schnell gesperrt. Jetzt wurde ja wieder ein Video von mir runtergenommen wegen Fehlinformationen. Ja, die Wahrheit ist unaufhaltsam und die Wahrheit tut weh. Und wenn du gegen die Großen bist und den Leuten Alternativen aufzeigst, dann wollen sie das nicht. Also, ich habe mir Augentropfen angemischt, das wisst ihr, und hier kommt mein Update nach 4 Tagen. Also, was ist mir aufgefallen, nachdem ich mit den Augentropfen angefangen habe? Also, isotonische Kochsalzlösung 97% und 3% DMSO. Wie das angemischt wird, seht ihr bei YouTube. Also abonniert da ruhig ganz gerne, da freue ich mich. So, also, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass sofort nach der ersten oder zweiten Einnahme, ich habe das im ersten Abend, habe ich es 6-mal genommen, also ersten Tag 6-mal genommen und danach dann 4-mal und darauf bin ich jetzt erstmal geblieben, also einmal noch vorm Einschlafen und so 4-mal versuche ich es über den Tag. Aber ich sehe da jetzt auch nicht so, ich nehme es auch mal 5-mal oder mal nur 3-mal. Also am ersten Tag ist mir aufgefallen, dass die Augen die Farben intensiver wahrnehmen. Also das ist mir eigentlich gleich nach den ersten 2-mal aufgefallen, dass ich dachte, oh, hier ist, ne, so. Ersten Tag habe ich noch nichts gespürt, abends ein bisschen Augendruck, außer das mit den Farben habe ich ein bisschen wahrgenommen. Nächsten Tag habe ich dann gemerkt, dass meine Fernsicht besser geworden ist. Also ich hatte das erste Mal wirklich den Eindruck, dass ich an meinem HD-Fernseher wirklich ein HD-Bild erkannt habe. Obwohl ich dachte, meine Fernsicht wäre sehr gut, war sie es wohl doch nicht. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Tagsüber kann ich ganz klar mein Handy erkennen, abends werden die Augen müde und dann erkenne ich das nicht mehr, aber weitaus besser als vorher. Wenn ich die Augen leicht zusammenkneife, dann wird es scharf. Zusätzlich mache ich Augentraining nach Wladimir Karkulwitsch oder wie der heißt, keine Ahnung, habe ich ein Video auch auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, wo er das ganz genau erklärt, auch nochmal mit Supplementierung, was ihr essen könnt, was ihr trinken könnt. Und dann gibt es ja dieses sogenannte Augentraining, dieses scharfe Sehtraining. Und er behauptet, dass man sogar ohne Brille scharfes Sehen wieder erreichen kann. Leute mit Fehlstellung, Leute mit grünem Star, grauer Star. Die Leute können nach seinem Augentraining, was er wissenschaftlich und in Studien belegt hat, was natürlich nicht anerkannt wird, diese ganzen, ja, Sachen wieder wegbekommen. Und zwar ist das Augentraining relativ einfach. Das möchte ich euch jetzt mal hier vormachen. Bei TikTok geht es nicht, deshalb muss ich das Video an dieser Stelle abbrechen, weil dann wird das Video 100% wieder gesperrt wegen Fehlinformationen. Aber sonst kommt ihr auf Telegram oder auf YouTube. YouTube findet ihr mich quasi Man Secrets, gleicher Name, findet ihr mich bei YouTube. Und für alle anderen geht es jetzt hier natürlich weiter. Also, das Augentraining nach ihm ist eigentlich relativ einfach. Er sagt, ihr müsst euch erst einmal ein Blatt Papier vorstellen und das Erste, was ihr macht, ihr guckt nach links unten und versucht also wirklich nach links unten so tief wie möglich zu gucken und dann nach rechts oben. Das ist so der Anfang. Das Gleiche dann nach rechts unten und nach links oben. So, was wir machen wollen, ist die Muskulatur in den Augen zu stärken. Das heißt, die Augen sind Muskeln und er vergleicht das auch mit jemandem, der mit dem rechten Arm, sage ich mal, 20 Kilo beugt und mit dem linken Arm aber nur 10 beugt, wo er sagt, deshalb ist ja der Arm nicht krank. Der Arm muss nur trainiert werden. Und so sagt er das mit diesen Augenmuskeln auch. Er sagt, eure Augen sind Muskeln. Er sagt, und wenn die Muskeln anziehen, er sagt, die Linse wird zurück und nach vorne geschoben. Er sagt, und wenn ihr diese Muskeln nicht trainiert, dann sagt er, dann ist das kein Wunder, dass ihr eine Brille bekommt. Und der Augenarzt wird einen Scheiß tun, euch das sagen, weil er natürlich mit der Brille Geld verdient. Er kommt erst wegen nur 1,5 Dioptrien, dann kommt er irgendwann nach 3 Jahren wieder, braucht 2. Und so geht das immer weiter, weil die Brille verhindert, dass die Augen sich anstrengen müssen. Also dadurch, dass die Augen entlastet werden durch die Brille, können eure Augen oder müssen eure Augenmuskeln nicht mehr arbeiten und euer Zustand verschlechtert sich quasi. Also sagt er, und es ist wohl erwiesen, durch seine Forschungen, dass er ganz vielen Menschen geholfen hat, indem er diese Augenübung anbietet. So einfach sieht das aus. Also er macht Seminare, geht das durch und bietet das halt auch an. So, und ich meine natürlich, die Leute wollen das auch wissen. So, weiter geht es mit den Übungen. So, dann geht ihr ganz nach links, ganz nach rechts. Natürlich lasst ihr euch immer Zeit. Also ich mache es jetzt schnell. 3 Sekunden halten, 3 Sekunden halten. Dann geht ihr einmal im Kreis, also quasi von links oben nach rechts oben, immer jeweils 3 Sekunden halten.
Links oben, rechts unten, links unten, 3 Sekunden halten. Er sagt, dann stellt ihr euch eine Uhr vor. Ihr guckt erst ganz hoch auf die 12, dann guckt ihr ganz nach rechts auf die 3, dann guckt ihr ganz nach unten auf die 6 und dann guckt ihr ganz nach links auf die 9. Er sagt, und das sind so die Übungen. Dann stellt ihr euch eine Schlange vor und geht quasi diese Schlange von links oben einmal runter ab und das Ganze wieder einmal runter hoch. Ich weiß, dass das blöd aussieht. Und das Gleiche ist, dass ihr die Schlange spiegeln sollt. Also die Schlange fängt oben rechts an. Und ihr werdet auch merken, wenn ihr diese Übung macht, dass eure Augen anfangen weh zu tun. Also ihr merkt diesen Druck. Das ist, weil ihr die Muskeln und quasi die Sehnen und die Bänder stärkt. Jetzt wollen wir aber die Bänder auch noch dehnen, sagt er. Also das heißt, das ist jetzt aber aus einem anderen Video. Das ist jetzt nicht von ihm. Dann nimmt ihr das sogenannte Putenhalssyndrom ein. Das heißt, ihr zieht den Kopf ein bisschen zurück, dass ihr hier so ein Doppelkinn bekommt, legt den Kopf nach links und schaut mit dem Finger hier ganz nach rechts oben auf den Finger, ganz oben rechts auf den Finger und dabei muss quasi der Kopf nach da sein. Und das haltet ihr von 5 bis 7 Sekunden und das gleiche so und dann auch nach da, genau. Und das dehnt die Bänder in euren Augen. Diese Übung sollt ihr dreimal am Tag machen, vielleicht viermal am Tag. Ich mache sie morgens nach dem Aufstehen und abends mal und tagsüber mal zwischendurch. Das kann man in der Werkstatt machen, das könnt ihr auf der Arbeit machen. Also einfach mal die Augen wirklich fordern, die Augen wirklich explizit mal bewegen und dann auch Kreise ziehen mit den Augen, wirklich mal die Augen fordern. Und ihr werdet merken, dass euch abends die Augen tatsächlich ein wenig Schmerzen, nicht Schmerzen, aber du hast einen Druck, der ist morgens weg. Und genauso ist das ja auch mit dem Muskel. Das heißt, wenn ihr trainieren geht, wisst ihr selber, Muskelaufbau funktioniert ja nun mal so, dass ihr Mikrorisse in den Muskel kreiert und diese Mikrorisse müssen sich reparieren, bilden Knoten und dadurch wird der Muskel groß und wächst. Das heißt, euer Muskel wächst dann im Auge, wenn ihr schlaft. Das heißt, ihr sollt, also nach seiner Aussage habe ich nichts gefunden, aber die Aussage von anderen Leuten, die sich auch mit Augentraining befassen, sagen zwischen 4 und 8 Wochen und man sollte nach 1 bis 2 Wochen schon eine Verbesserung sehen. Ich mache das Augentraining jetzt simultan mit den DMSO-Tropfen. Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich mache es ja erst 3 Tage. Ich habe das Video auf YouTube hochgeladen. Ihr findet das auch bei Telegram von dem Wladimir. Da erklärt er auch nochmal zu Supplementierung mit Ernährung. Er erklärt auch nochmal, wie ihr den Körper nochmal zusätzlich entgiftet. Ja, er sagt auch, das Rauchen sollt ihr sein lassen, das Saufen sollt ihr sein lassen. Ja gut, das sind natürlich alles auch Dinge, die natürlich irgendwo auch Spaß machen im Leben. Da bin ich nicht, wie gesagt, päpstlicher als der Papst. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben. Die Augentropfen nehme ich weiterhin. Ach so, was mir aufgefallen ist, dass meine Augen abends tränen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das an meinem Wasserverdampfer liegt. Vielleicht ist das einfach zu feucht in der Wohnung, weil ich habe ja einen Wasserverdampfer im Wohnzimmer und einen Wasserverdampfer im Schlafzimmer. Und ich merke halt, also abends ab 8, 9 Uhr, wenn ich dann noch irgendwie Netflix oder Prime schaue, dass mir die Augen anfangen zu tränen und wirklich aber auch so dolle tränen, dass ich sie abtupfen muss. Aber ich schätze, das ist der Wasserverdampfer, den lasse ich heute mal aus, heute Abend. Und dann werde ich euch ein Update geben, ob das Tränen der Augen weg ist, weil vielleicht ist das zu viel, weil der läuft eigentlich den ganzen Abend und ich könnte mir vorstellen, dass das zu viel Wasser ist. Deswegen, da ist ja auch DMSO drinne. Ja, das war's eigentlich alles, habe ich erzählt. Ich kann besser sehen in der Ferne, auf jeden Fall. Ich kann einen Ticken besser sehen durch das DMSO in der Nähe. Muss aber dabei die Augen kneifen und ich will wissen, ob das mit dem Augentraining wirklich zurückgeht. Ich bin gespannt, bleibt am Kanal, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, freue ich mich total drüber. Empfehlt den Kanal weiter. Wie gesagt, es geht immer ein bisschen um Naturheilkunde, um ja Experimente, die ich selber mache. Ja, ansonsten bleibt am Kanal, ich bin erstmal raus. Ciao, ciao, bis dann. Frankie.